Ja, guten Tag, liebe Opernfreunde. Heute aus der Stadt der Oper Wien. Mitte des 19. Jahrhunderts war es Paris, aber hier in Wien ist natürlich immer noch das wichtigste Haus der Welt wahrscheinlich. Auch wenn die Inszenierungen derzeit doch zu wünschen übrig lassen, wie man hier zumindest im Fach Wagner sagen kann. Denn gestern habe ich hier also den Lohengrin erlebt. Ich kannte schon die Produktion aus Salzburg bei den Pfingstfestspielen. Der Operndirektor hier hat sie eingekauft, nun für Wien. Ich finde keine besonders glückliche Lösung, denn die Produktion von Jossi Wieler, Sergio Modabito mit den Bühnenbild und Kostümen von Anna Fiebrock, Licht von Sebastian Alfons, stellt man mehr oder weniger die ganze Lohengrin-Geschichte auf den Kopf. Man weiß ja im Prinzip, worum es sich dreht. Da ist die Elsa, die wird angeklagt für den Mord an ihrem jüngeren Bruder. Ortrud hat diesen wohl verzaubert in einen Schwan. Das wird alles bei Wagner geschrieben. Telramund und Ortrud wollen die Macht erreichen und Elsa sozusagen über einen Prozess ins Abseits drängen als mögliche Nachfolgerin ihres verstorbenen Vaters, des Herzogs von Brabant. Was sehen wir? Wir sehen eine Ansiedlung der ganzen Geschichte im imperialen Kanal von Wien, oberhalb der Donau. Alles ist grau in grau, ist also Lohengrin kommt in der Tat aus dem Kanal heraus, man kann es gar nicht glauben. Das Bühnenbild ist natürlich ein Einheitsbühnenbild, weil diese ganzen Sets nicht anders installiert werden können. Das Einzige, was man macht, man fährt sie ab und zu rauf und runter, wenn Lohengrin erscheint, dann später auch nochmal. Im dritten Akt sieht es dann aus wie auf einem verblichenen alten Kreuzfahrtschiff auf dem Oberdeck. Total kompromisslos natürlich dann die Geschichte mit dem Bett. Es wird eingeschoben in den Kanal, da wieder rausgeschoben. Der tote Pelramund wird darauf hin und her geschoben wie ein Kind im Kinderwagen. Regelrecht lachhaft. Aber das Entscheidende ist doch Folgendes. Der Staatsoberdirektor hat in Vorschau für das Programm der Staatsoper im Mai gesagt, ja, man könne im Theater durchaus doch Inhalte verändern, Personen neu definieren. Das ist ja auch, was Jossi Wieler und der Dramaturg der Staatsoper Sergio Morabito hier postuliert. Aber es geht in der Oper eben nicht so leicht, weil da auch noch eine Partitur ist, eine Musik. Nun ist aber hier bei Wieler, Morabito, Elsa die Böse schon im Vorspiel, das also inszeniert wird, für meine Begriffe ein Sakrileg. Ich glaube, Nietzsche hat gesagt, das beste Vorspiel, was je geschrieben wurde, das müsste man vor verschlossenem Vorhang erleben, vor allem hören, um sich in dieses Stück hineinzuversetzen, was da genau passiert. Denn im Vorspiel ist das ganz klar formuliert von Wagner mit wunderbaren Tönen. Da sieht man Elsa, die also offenbar ihren Bruder umgebracht hat, in einem Moor gesteckt hat, die zieht sich anders an und inszeniert praktisch jetzt den Lohengrin sozusagen vor der Brabanter Gesellschaft, um ihre Schuld wegzuwischen, um sie zu übertünchen. Und Ortrud ist auf einmal die Gute. Ortrud tritt im zweiten Aufzug beim Brautgemachszug auf wie Mutter Teresa. Das muss man sich mal vorstellen. Mit ganz komplexen pseudo-intellektuellen Winkelzügen durch Thomas Mann und einen großen Kritiker damaliger Zeit, Otto Rank, versucht Morabito hier hervorzuheben, dass man das neu sehen müsse, dass es ein Brudermord war, weil ja der Bruder jünger war, aber der Prinz einen Vorrang hat auf die Erbfolge und dass deswegen also Elsa sich befreien muss, auch aus dem patriarchalischen System, nicht nur in Brabant, sondern auch noch später dann von Lohengrin. Im dritten Akt wirft sie ihm ja die Sachen vor die Füße, weil der kommt ja auch aus dem patriarchalischen Gralsgebiet. Das Ganze stimmt aber vorn und hinten nicht, wenn man die Partitur sieht und die Musik. Da steht etwas ganz anderes drin. Wenn man die beiden großen Monologe von der Ortrud hört, entweihte Götter im zweiten Akt und im dritten Akt dann fahr heim, dann ist das alles andere als ein Dokument der guten Frau. Also man muss praktisch, wenn man das überhaupt verstanden hat, was der Mehrheit der Zuschauer natürlich gar nicht weiß, sei denn, sie hätten das Programm, was sehr erfüllig ist hier, hätten sie in aller Ruhe vor der Aufführung gelesen. Let alone die ganzen Touristen, die hier drin sind, 35%. Man inszeniert hier voll am Publikum vorbei. Es ist egal, Hauptsache eine intellektuell winkelzügige Logik wird hier postuliert und durchgezogen, gnadenlos, auch gnadenlos gegen die Partitur. Und da sehe ich, muss ich sagen,
ein großes Problem. Das ist zu der Seite der Regie, zur Seite der Musik kann man sagen, unter Thielemann natürlich, erstklassige Qualität des Wiener Staatsopernorchesters, wenn auch hier und da mir manchmal das Blech etwas zu laut war, auch im Vorspiel. Und die Sängerriege, ja, Georg Zeppenfels, Heinrich der Vogler, Lohengrin, David Bad Philipp, kräftiger Tenor, sehr hoch gelegen, aber gut. Marlin Beiström als Elsa, vielleicht etwas guttural. Martin Gantner als Telramund, die Stimme fand ich zu wenig voluminös, aber Anja Kamper als Ortrud. Sie hat musikalisch, also sängerisch, alles rausgerissen, das hat wirklich hervorragend gemacht und auch darstellerisch. Natürlich der Chor der Wiener Staatsoper sehr gut. Ja, das ist dieser Lohengrin und haben wir nach diesem verkorksten Parsifal auch eines meines Erachtens verkorksten Lohengrin im Programm. Ich wage schon gar nicht mehr zu hoffen, dass der Ring, der ja noch kommen soll in dieser Direktion, da sehr viel besser wird. Da bin ich mal sehr gespannt, aber mittlerweile muss ich sagen, habe ich mich mit dem alten Ring von Sven-Erich Bechtold doch so angefreundet, dass es vielleicht besser wäre, man ließe den. So viel für heute hier aus dem schönen Wien. Hinter uns eine große Demonstration. Auf dem Ring, ihr Klaus Billand.